Oh, ich wollte das Paket cool aufreißen und ich habe mich geschnitten. Ah. Ich mache heute mal wieder was, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe und dringend wieder jeden Morgen machen sollte. Ich hasse es, Sport zu machen, aber ich liebe es, Sport gemacht zu haben. Projekt Schnittraum ist ja immer noch nicht ganz fertig. Wir haben gestrichen, wir haben die Panels endlich mal fest aufgehangen, wir haben die meisten Möbel ersetzt, nicht alle. Es gibt aber auf jeden Fall zwei Sachen, die mich immer noch ultra stören. Und das eine ist das Kabelmanagement und das andere hat mit den Boxen zu tun. Die Boxen haben nämlich ein komisches Phänomen. Und zwar war es ursprünglich so, dass über die Boxen so eine Art Computerbrummen mit übertragen wurde. Das heißt, wenn man die Maus bewegt hat, hat man das über die Boxen gehört. Wenn man geklickt hat, hört man das über die Boxen gehört. Die sehr unelegante Lösung, die aber halt aus irgendeinem Grund trotzdem funktioniert, war es tatsächlich, die Boxen über eine Kabeltrommel anzustellen. Ich bin viel zu schlecht in Elektrosachen, um irgendwie zu wissen, warum das so ist. Aber es hat funktioniert. Sieht aber natürlich extrem scheiße aus. Jetzt in dieser ganzen Phase der Renovierung habe ich gedacht, okay, irgendwie muss es da eine andere Lösung für geben. Wir können ja unmöglich die einzigen Leute sein, die damit ein Problem haben. Und tatsächlich habe ich ein paar Artikel gefunden und scheinbar hilft einem dieses Teil, ein sogenannter USB-Isolator. Das Problem kommt scheinbar daher, dass wir eine externe Soundkarte, also unser Audio-Interface benutzen. Und wenn man das Audio-Interface anscheinend über dieses Gerät anschließt, soll sich das erledigt haben. Dass das hier kein gutes Kabelmanagement aktuell ist, muss ich wahrscheinlich niemandem sagen. Das ist die zweite Sache, die mich hier noch enorm stört. Okay, schauen wir mal, ob das geklappt hat. Es klappt! Ich meine, klar, die Godox weht hier gerade wie hart, aber nichtsdestotrotz, das Ding. Geil! Das klappt wirklich. Ey, mega cool. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob das auf jeden Fall klappt. Super schön, weil diese scheiß Kabeltrommel, A, brauchen wir die woanders, B, sieht die super scheiße aus und C, mussten wir die jeden Tag an- und ausstecken. Super nervig. Winning! Lisa! Hallo! Ich habe eine Lösung gefunden für das Boxenproblem. Ja? Wir müssen die nicht mehr anstecken. Jeden Tag rein mal ausstecken. Okay. Aber ich brauche eine Mehrfachsteckdose. Okay. Die sage ich dir natürlich. Dankeschön. Joscha ist jetzt auch da. Hallo Joscha. Moin, ne? Warum reden wir so leise? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt eine kleine Online-Zoom-Meeting-Teams-Konferenz und besprechen den morgigen Drehtag mit der Produktion. Das funktioniert aber nur, wenn unser tolles Microsoft Teams funktioniert. Microsoft. Das will ich. Ja, offenbar ist das WLAN dann doch dahin zu weit weg, weil hier steht der Router. Deswegen machen wir einfach in der Küche weiter. Eine Schere. So, aufbauend auf unserem Vlog von letzter Woche, auf der Suche nach einem neuen Stativkopf. Es wurde jetzt doch Sachtler. Schweineteuer. Kein Scheiß. 4000 Euro netto für einen Stativkopf. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich freue mich tatsächlich trotzdem sehr über. Das neue Ding. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie plötzlich alles besser wird, weil
es bleibt ein Stativ, aber das Arbeiten wird angenehmer. Und im Idealfall für die nächsten 25, 30, 40, 50 Jahre. Ja, das war das Exciting Unpacking. Das ist der Inhalt. Kopf, Schwenkarm und eine Anleitung. Ich wollte mich eigentlich noch um den Kabelsalat kümmern im Schnittraum. Allerdings hatte ich jetzt ein super langes Lehrgespräch mit Lisa und habe ein bisschen was über Achsen und Dialogfilm und Co. erzählt. Und ja, jetzt ist es schon fast dunkel draußen. Ich muss noch ein bisschen was für morgen für den Dreh vorbereiten und dementsprechend mache ich das dann wann anders. Die große Frage ist also, ist dieses Ding 4.700 Euro brutto wert? Und die einzige Antwort, die ich hierauf geben kann, ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Ich kann sagen, es fühlt sich schon falsch an, so viel Geld für einen Stativkopf auszugeben. Vor allem, wenn die Beine auch schon irgendwie über 3.000 Euro gekostet haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, das hält jetzt auch hoffentlich 25 Jahre und außerdem packt man hier natürlich eine Kamera mit allem drum und dran im Wert von, keine Ahnung, 15, 20, 25.000 Euro drauf. Da macht es eigentlich Sinn, dass das Equipment, was das supportet, auch so hält. Die Frage ist natürlich, wofür zahlt man das? Weil im Endeffekt ist es natürlich für smoothes Schwenken keine Frage. Aber der Hauptpreis rechtfertigt sich vor allem, wie immer, in so Sachen wie Verlässlichkeit, dass ein Stativ auch bei minus 30 Grad und bei plus 50 Grad in der Wüste noch funktioniert. Dass es im Idealfall nicht kaputt geht oder wenn es kaputt geht, man direkt und überall Service hat. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob das hier der Fall ist. Natürlich waren wir mit unserem alten Sachtlerkopf, der Video 18.3, das ist sozusagen der sehr, sehr alte Vorgänger von dem neuen Kollegen hier. Naja, die unterscheiden sich nicht großartig, was für mich erstmal ein super Ding ist, weil ich komme mit diesem Kopf super geil klar, der ist in der Bedienung super geil. Nur eben, er ist einfach in die Jahre gekommen und wird jetzt ins Studio wandern. Versteh mich nicht falsch, es lohnt sich definitiv mit diesem Kopf zu arbeiten, aber es ist halt einfach wirklich sehr, sehr viel Geld. Da muss man viel für arbeiten. Es macht halt einfach nicht so viel Spaß, wie sich eine neue Drohne zu holen oder eine neue Kamera oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist es mindestens ebenso sinnvoll. Das muss ich mir gerade selber einreden. Okay, ich packe jetzt die letzten Sachen für den Dreh morgen und mache dann Feierabend. Das heißt, ich beende diesen Vlog jetzt hier. Was war denn das Teuerste, was ihr euch so gekauft habt? Nicht Kamera, sondern eben alles drumherum. Oder meinetwegen auch ein völlig anderer Bereich, bei dem ihr ein ähnliches Gefühl hattet. Ob es das jetzt wirklich wert war und sinnvoll ist. Der Hashtag des Tages heute ist Kopfschmerzen. Falls ihr versteht, was ich meine. Richtig schlechtes Wortspiel, aber ich stehe dazu. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns morgen am Set vielleicht. Hoffentlich, bestimmt. Ihr wollt ja sicherlich brennend wissen, wie der erste Einsatz des Kopfes ist. Vielen Dank. Bis morgen. Tschö. That'll do, Head. That'll do.